Hallo und herzlich willkommen zu Video Nummer 9. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, dass ihr nochmal zuschaut. Nachdem wir die Karriereagentin endlich hinter uns gelassen haben mit ihrem Erkundungsfahrt. Es ist wirklich hardcore, wenn man Eve kennt. Selbst wenn ich jetzt mal netto rechne, ich spiele es 10, fast 11 Jahre, glaube ich, und wenn ich nur mal netto rechne mit 6,5 oder was mit Unterbrechung, dann ganz ehrlich, also das passt, da passt natürlich gut, es gibt Datengebiete und es gibt Reliktgebiete und es gibt Gaswolken, ja, natürlich gibt's das und man kann da auch relativ gut Geld rausholen, je nachdem wo. Aber ansonsten ist da irgendwie, also das ist nicht mal annähernd das, was in Eve geht. Und jetzt als neuer Pilot, als neuer Spieler in Eve, steht man dann ja irgendwann vor der Entscheidung, was soll ich machen? Was will ich eigentlich machen? Da ist Eve halt sehr, sehr, sehr vielseitig. Und ja, dann soll man anhand dieses Karrierepfads jetzt eine Entscheidung treffen. Und das finde ich wirklich ein bisschen schwierig. Bevor ich jetzt PowerPoint auspacke, und ja, ich packe gleich wirklich PowerPoint aus, möchte ich noch mal einen Schritt... Obwohl, komm, wir packen es jetzt aus. Wir packen es jetzt mal aus. Wie versprochen, PowerPoint war kein Scherz. Nein, meine ich so. Ich möchte noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen, bevor ich das jetzt hier so ein bisschen... Oder ich möchte es mit ein, zwei Schritten zurück anfangen zu erklären. Eve ist PvP und Eve bleibt PvP. Es gibt Spieler, die kommen online, die suchen das PvP. Und diese Spieler sind überall. Es ist völlig egal, aus welchen Gründen. Ob die da Bock drauf haben, einfach das sich messen, ob die da Spaß dran haben, ob die einfach so Spaß an Eve haben und wissen selber auch, wenn ich jetzt wen angreife, dann geht mein Schiff vielleicht auch kaputt. Man kann ja als PvP-Spieler nicht online kommen und sagen, ich gewinne jeden Kampf. Das ist unmöglich und das wissen diese Menschen bei Eve im Normalfall auch. Die kommen online und können genauso gut abgeschossen werden, wenn sie die Konfrontation suchen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Der eine hat einen schlechten Tag, da hat der Chef rumgenölt, der Hund hat in der Wohnung gemacht und die Mutti hat abends auf der Couch gesagt, geh weg, du stinkst, ich habe keinen Bock auf dich, was auch immer. Ja, dann hat der Frust. Ja, dann geht der online und setzt sich in sein Schlachtschiff und dann fliegt ihr dem vor die Flinte. Und ich meine nicht die Flinte, auf die Mutti schon keinen Bock hatte. Oder anders, auf die Flinte hatte die Mutti schon keinen Bock und ja, der holt euch aus dem Schiff, der zerballert euch, natürlich. Ja, völlig egal, es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen das PvP suchen. Wie gesagt, vielleicht auch einfach nur, weil es Laune macht. Völlig in Ordnung, ist in Eve auch legitim. Nur das Ding ist einfach, diese PvP-Spieler sind überall. Überall. So, und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz das Thema High-Sec und Low-Sec anreißen. Ich habe ja in meinem anderen Video gesagt, es gibt High-Sec und Low-Sec. Die Aussage ist ja so auch erstmal nicht falsch. Man kann aber den Low-Sec nochmal unterteilen. Das heißt, der Low-Sec ist tatsächlich so von 0,4 bis 0,1. Und wenn wir dann von 0,0 und minus 0,1, minus 0,2, minus 0,3 sprechen, dann sprechen wir eigentlich vom sogenannten Null-Sec. Das hat, was die Sicherheit durch Concord angeht oder die Überwachung durch Concord, eigentlich keinen großartigen Einfluss. Aber es geht einfach darum, dass die NPC-Gegner und auch die Beute im Null-Sec mal halt eine andere Hausnummer ist. Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Und im Low-Sec und Null-Sec fliegen halt eben auch ganz viele Menschen rum, die nun mal auf PvP aus sind. Und wenn die euch sehen in einer Probe, wenn die euch sehen in einer Cheetah oder wenn die euch sehen in einer Heron oder was auch immer, gibt ja, ich möchte die jetzt nicht alle aufzählen, es gibt genügend Schiffe der einzelnen Fraktionen, die für die Erkundung und fürs Exploration gedacht sind, ja, dann rotzen die euch aus dem Himmel. Das ist einfach so. Ich möchte jetzt mit diesem Wissen nochmal ganz kurz das Thema Scannen in der Mitte durchgehen. Also ihr wisst inzwischen, es gibt Datengebiete, also Data Sites, ich habe es mal in Englisch dahinter geschrieben auch, Reliktgebiete, Reliktsites, Gasgebiete, die Gas-Sites. Und dann gibt es auch noch die DED-Combat-Sites, die Kampfgebiete. DED steht für Directive Enforcement Department. Unten links habe ich mit dem Sternchen nochmal da zugeschrieben, damit ihr wisst, von was wir reden. Das ist im Endeffekt, ist dieses DED eine Abteilung von Concord. Und diese DED-Kampfgebiete, das sind erstmal kosmische Signaturen. Die muss man erstmal erscannen. Nur, wenn wir uns das jetzt mal etwas genauer anschauen, dann haben wir ja schon mindestens durch das Erkunden drei Teilgebiete
gefunden, nämlich zum einen die Datengebiete und die Reliktgebiete, die man dann, wenn wir jetzt rechts gucken, hacken kann. Dann gibt es die Gasgebiete. Die Gasgebiete wiederum, da geht es um Abbau, Gasextraktion. Die Gebiete, die kommen mit Sites, das wiederum hat was mit PvE-Kampf zu tun. Jetzt kommen wir zu den Wurmlöchern. Die Wurmlöcher selbst sind nochmal eine komplette Exploration wert. Das heißt also, wenn ihr ein Wurmloch gefunden habt in den kosmischen Signaturen, dann geht das da nochmal von vorne los. Auch da kann man zum einen Datengebiete, Reliktgebiete, Gasgebiete und Kampfgebiete finden. Was wiederum zu dem gleichen Ergebnis führt. Hacken der Daten- und Reliktgebiete, Abbau der Gasgebiete, dann das Thema Wurmloch-Mapping. Wurmloch-Mapping ist dann schon wieder eher was in den Bereich der Corporation gehört oder einer Flotte zumindest. Ja, Wurmlöcher können eine ganz immense Abkürzung bedeuten, weil, das muss man wissen, so ein Wurmlochraum hat immer zwei Ein- bzw. Ausgänge. Und da kann man also als Gruppe oder vielleicht auch als etwas größere Flotte, das kommt immer ein bisschen auf die Wurmlöcher an, das möchte ich jetzt hier nicht vertiefen, das Thema, kann man natürlich statt, was weiß ich, 30 Sprünge, hat man dann plötzlich nur noch 15 vor der Brust, weil man einfach den richtigen Weg durch die Wurmlöcher gefunden hat. Also das Wurmloch-Mapping ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. So, die Kampfgebiete in den Wurmlöchern führen auch wieder zum PvE, aber auch zum, also das gesamte Thema Wurmloch führt zum PvP-Kampf. Ihr seid in diesem Wurmloch, ich habe es eben gesagt, es gehört eigentlich in den Bereich Nullsec. Seid ihr nicht alleine? Da fliegen auch andere Menschen rum. Ich habe da letztens mal so eine Kooperation im Vorbeiklicken gesehen, die beschützen die Wurmlöcher. Also da geht es irgendwie darum, ich habe es nicht ganz verstanden, nur so im Ansatz habe ich es durchgelesen, dass die tatsächlich durch die Wurmlöcher patrouillieren und wenn jemand dort Erze, man siehe unten, auch Erze gibt es in Wurmloch, seltene Erze auch, also die nicht unbedingt an jeder Stelle zu finden sind, wenn da jemand die Erze abbaut, dann ist das eine Störung der Wurmlochruhe. Das war alles in Englisch, ich musste das für mich dann auch erstmal zusammenklöppeln, obwohl ich eigentlich recht gutes Englisch spreche. Aber da muss ich auch das ein oder andere Wort mal nachschauen. Da ging es um die Wurmlochruhe, um die Störung der Natur. Und die schießen einfach pauschal mit dieser Begründung jeden ab, der im Wurmloch rumfliegt. Punkt. So, ne? Das ist also einfach so eine Idee. Das kann man natürlich, na klar kann man das machen. Warum nicht? Es ist in Eve erlaubt. Niemand verbietet das, dass man sowas tut oder irgendwie umsetzt als Corporation. So, das heißt also, sobald wir im Bereich Wurmloch sind, haben wir auch den PvP-Kampf wieder mit dabei. Wenn ihr im Nullsec, in dem normalen Nullsec, ich rede jetzt nicht von Wurmlöchern, Wurmlöcher werden auch als JSEC bezeichnet, vielleicht so als Randinformation, denn die Wurmlöcher haben eine Bezeichnung immer mit J und dann kommen ein paar Zahlen. Wenn ihr in dem normalen Nullsec unterwegs seid, also 00-01-02-03, dann haben die Systeme ab einem gewissen Zeitpunkt halt so eine Konstellation aus Buchstaben und Zahlen. Und auch da fliegen andere Menschen rum. Auch da ist PvP-Kampf. Und wenn ihr da in so einem System steht und gerade am Scannen seid und versucht da irgendein Daten- oder Reliktgebiet zu finden oder ein Sleeper-Cage, den man halt im Übrigen auch hacken kann, ja, dann müsst ihr davon ausgehen, dass irgendwo einer um die Ecke kommt und ja, der sieht euch, der hat euch auch erscannt und dann, ja, ist euer Schiff, wenn ihr nicht schnell genug seid, Geschichte. Also, das ist halt eben das, was ich zum einen damit meine, dass diese Missionen, die wir da jetzt gemacht haben, nicht mal annähernd hergeben, worum es eigentlich wirklich bei Erkundung geht. Und zum anderen, dass wenn man von PvE spricht, tatsächlich nur bedingt von einer PvE-Orientierung sprechen kann. Das ist auch noch einmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wenn man sich mit dem Bereich Erkundung und dem Bereich Scannen auseinandersetzt, dann seht ihr auch jetzt, es muss nicht zwingend das Hacken sein. Natürlich könnt ihr euch auf Datengebiete und Reliktgebiete spezialisieren und auf Sleeper Cages zum Beispiel. Das geht, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ihr könnt euch aber auch auf Scannen spezialisieren und dann den Charakter statt in Richtung Hacken weiter mehr auf den Bereich Erzabbau und Gasextraktion in Wurmlöchern zum Beispiel ausbilden. Ihr könnt euren Charakter aber tatsächlich auch mehr auf den PvE-Kampf und PvE, Vorsicht, eingeschränkt PvE, orientiert.
wenn ihr irgendwo mitten in so einem Wurmloch plötzlich in einem PvE-Kampf seid, in einem Kampfgebiet, oder meinetwegen auch Asteroiden, also die Ratten, das sogenannte, die sogenannten Ratten, das muss ich erklären, Ratten sind Piraten oder irgendwelche Sleeper, die spawnen in den einzelnen Asteroidengürteln oder auch in den Wurmlöchern, wo die Asteroiden zu finden sind, in den Erzabbaugebieten, spawnen die alle Nase lang mal. Und das ist, Wurmloch ist null Sec und die machen schon ordentlich, ja, es gibt 6 verschiedene Klassen an Wurmlöchern, die machen schon ordentlich Bums, wenn die da auftauchen. So, da sollte man also schon, wenn ich jetzt mal von einem, nur mal um ein Beispiel einzuführen, Klasse 1 Wurmloch ausgehe, da sollte es schon ein Kreuzer sein, den ihr da unterm Hintern habt, um da aufzuräumen. So, das ändert aber doch nichts daran, dass wenn ihr gerade in diesem Erzgebiet gegen die NPC-Gegner kämpft, dass nicht plötzlich ein anderes Schiff reinwarpt, ebenfalls ein Kampfschiff. Jetzt habt ihr 2 Varianten, 3 genau genommen. Entweder der haut wieder ab, weil es ihn nicht interessiert, oder aber der hilft euch und schießt die NPC-Gegner ab, um den Loot zu kassieren. Oder aber die dritte Variante ist, der hat keinen Bock darauf, dass ihr auch noch 2 oder 3 von denen abschießt und der natzt euch erstmal aus dem Himmel, bevor er sich um die NPC-Gegner kümmert. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Also, ja, nochmal, um das ganz klar zu stellen, PvE, wenn überhaupt, ist es eine PvE-Orientierung. Und selbst im Highsec gibt es keine 100%ige Sicherheit. Da sind Abschüsse natürlich, ja, selbst das ist falsch, wenn ich sage, es ist selten. Es kommt natürlich nicht ganz so oft vor wie im Low-Null-Sec, aber immer noch oft genug. Aber jetzt seht ihr, das Thema Erkundung ist nicht nur Scannen und Hacken. Das Thema Erkundung ist Scannen und Hacken. Das Thema Erkundung ist Scannen und Abbau, also Mining. Das Thema Erkundung ist Scannen und Wurmlöcher weiter auskennen und noch mehr erkunden. Und das Thema Scannen ist ebenso PvP-Kampf. In Wurmlöchern, Low-Sec und Null-Sec auf jeden Fall. Und das Thema Scannen ist PvE-Kampf. Da gibt es jetzt verschiedene Spezialisierungen für euren Charakter, welchen Weg ihr gehen könnt. Und die Frage müsst ihr dann irgendwann für euch selbst beantworten. Wollt ihr scannen und hacken? Wollt ihr scannen und hacken und vielleicht ein bisschen PvE-Kampf machen? Wollt ihr scannen und hacken und euch in Wurmlöchern mit Wurmlöchern beschäftigen? Ja, da weiter hacken. Wollt ihr scannen und Gasgebiete in Wurmlöchern abbauen? Also da gibt es ja so viele... Das alleine jetzt schon. Das alleine, was wir jetzt hier sehen, sind schon so viele Möglichkeiten. Und was ich jetzt hier gar nicht so reingeschrieben habe, für eine Kooperation ist ein gut ausgebildeter Erkunder, ein gut ausgebildeter Explorer mit einem guten Schiff auch immer eine Bereicherung, je nachdem, was die Kooperation gerade macht. Da gibt es also auch noch das Thema Kooperation. Aber grundsätzlich sind das erstmal die ganz, ganz großen Gebiete, die mit Scannen und Exploration und Erkundung einhergehen. Das war mir wichtig, euch das zu zeigen. Und ihr seht jetzt gerade selbst, diese Themen, die ich jetzt hier einmal in dieser Präsentation aufführe, die hat es in diesen Missionen nicht ein einziges Mal gegeben, außer die Daten- und Reliktgebiete und die Gasgebiete, ne, so die drei. Aber alles andere, was mit zu dem Thema Erkundung gehört, was mit zu dem Thema Exploration gehört, das wurde in dieser Mission nicht ansatzweise erklärt. Und das ist halt wirklich schade. Deswegen zeige ich es euch jetzt hier anhand dieser PowerPoint-Präsentation nochmal. Nun, fairerweise muss man wirklich sagen, wenn ihr mit einer Probe unterwegs seid, mit einem kleinen Erkundungsschiff wie dem hier, dann habt ihr natürlich normalerweise im Fitting auch nicht großartig Ballabum-Waffen da drauf. Also ihr seid Erkunder, ihr seid Explorer, eure Waffen sind Tarnung, Geschwindigkeit, Wendigkeit, Aufmerksamkeit. Und dann am Ende der Zeit normalerweise auch das ganz schnelle Verschwinden in Form von Tarnung oder Flucht. Also PvP ist in dem Kontext halt wirklich relativ zu betrachten, denn wenn ihr euch auf PvP einlasst, ohne großartige Waffen im Fitting, ja, dann gute Nacht, Schifflein. Insofern ist eine grundsätzliche PvE-Ausrichtung in dem Fall erstmal schon mal nicht ganz verkehrt. Aber man darf, wie gesagt, nicht vergessen, dass andere Piloten da halt auch rumfliegen und die sehr wohl das PvP durchaus auch suchen. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich jetzt noch auf die Skills eingehe. Welche Skills sind wichtig, wenn man sich im Bereich Erkundung, und ich rede jetzt wirklich erstmal nur von dem, was wir auch
in der Trainingsmission gelernt haben, wenn man sich auf das Thema Scannen und Hacken spezialisiert, was ist da eigentlich wichtig? Das möchte ich aber auf das nächste Video verschieben. Ich kann allerdings verraten, den Link habe ich auch unten mit eingefügt, dass CCP jetzt das sogenannte Expertensystem eingeführt hat, was für tatsächlich relativ kleines Geld für jede Fraktion die Skills für 7 Tage zur Verfügung stellt, die jemanden dann wirklich zum relativ guten Entdecker machen. Ich glaube irgendwie 1,99 € oder so, wenn ich das jetzt richtig, oder 2,99 €, genau weiß ich es aus dem Kopf gerade nicht, aber ich habe den Link unten mit angefügt. Wenn da jemand mal Bock hat und sagt, ich möchte das für die paar Euronen, für 2-3 Euros da mal ausprobieren für 7 Tage, wie das so mit Erkundung läuft, dann gerne unten den Link mal anklicken und sich das mal anschauen. Ja, kann man machen, denn ihr werdet im nächsten Video sehen, diese Skillzeit, die dauert halt schon so ein bisschen. Das machen wir beim nächsten Video. Ich bedanke mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Video. In diesem Sinne, bis dahin eine gute Zeit und fly safe.